Das ist das richtige Klima für drei außergewöhnliche Männer. Für Tony, dessen Stahlkugel ihr Ziel nie verfehlt, für Brett, der es nicht allein in den Fäusten hat, und für Nick, bei dessen tollkühnen Sprüngen ein Känguru vor Neid erblassen könnte. Die drei Supermänner räumen auf. Drei Männer in kugelsicheren Westen und roten Trikots mit geheimnisvollen, unüberwindlichen Waffen und mit Saugnäpfen an den Schuhen. Drei Männer, denen nichts unmöglich ist. Drei Fantasiegestalten aus den Zeichenserien der Weltpresse. Jetzt in Fleisch und Blut, in Farbe und Scope. Ein perfektes Abenteuer zwischen rasanter Utopie und fantastischer Wirklichkeit. Die drei Supermänner räumen auf. Der einfallsreichste Spaß, den Papas ewig junges Kino je hervorgebracht hat. Wo Supermänner auftauchen, sind auch Supergirls. Tony, der sympathische Casanova unserer Geschichte, hat alle Hände voll zu tun. Hier kämpft er nicht mit geheimnisvollen Wunderwaffen, sondern mit dem verführerischen Charme seiner Männlichkeit. Einiges zu bieten, unser Tony. Die Damen können nicht beklagen. Ein Feuerwerk an Action, Sex und Gags. Ein Wirbel Funk und Lebensfreude, in den auch Sie mit hineingerissen werden. Es geht um 3 Millionen Dollar, die aus dem Tresor einer Botschaft geraubt werden. Aber die Supermänner lieben nicht nur Geld. Hunderte von Kindern, die in tödlicher Gefahr sind, werden befreit und verdanken ihnen ihr Leben. Die drei Supermänner räumen auf. Eine Rhapsodie für 6 Fäuste und ungezählte Sensationen. Der Superfeind der Supermänner, die Organisation Golem. Ein Verbrechersyndikat, dessen teuflischste Waffe eine Maschine ist, die Gold und sogar Menschen vervielfachen kann. Aber die drei Supermänner sind superklasse. Sie werden auch mit Golem und seiner Bande fertig. Supermänner, Supergirls und Supergags in einem wirbelnden Fantastical, wie es die Leinwand noch nie gesehen hat. Sabine Sohn, Jochen Brockmann und Bettina Busch. Mit Tony Kendall und Brett Harris, bekannt und beliebt aus den Kommissar X-Filmen. Sowie Nick Jordan, ein Film, der alle misst. Kurz ein Superfilm. Die drei Supermänner räumen auf.